Hey Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute ist unser erster gemeinsamer Trainingstag. Und zwar trainieren wir heute Push. Und zwar Brust, vordere Schulter und Trizeps. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Hier ist relativ laut. Wir fangen gleich an. Nicht vergessen, wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, zu meiner Aufbauphase. Die Kommentarbox gehört euch. Viel Spaß im Video und los geht's. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich noch um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Und jetzt endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken. Dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was Schickes für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. Bevor es losgeht, ist immer wichtig, dass wir uns ausreichend warm machen. Ich dehne mich so ein bisschen, ich gehe einmal die Bewegungen durch. Das Warm-up für jede Übung wird wie folgt sein. Wir machen zuerst 20 Wiederholungen für ein, zwei Sätze, aber nur für die erste Übung. Dann kommt der Warm-up-Satz. Das sind 10 Wiederholungen, 8 Wiederholungen und 6 Wiederholungen ohne Pause durchgeführt. Und wichtig, bei der 6. Wiederholung müssen wir ins Failure. Das wird dann nämlich unser Arbeitsgewicht für die nächsten 2, 3 oder 4 Arbeitssätze, je nach Übung. Okay, das Warm-up ist im Prinzip nur dafür da, um jetzt sogenannte Synovialflüssigkeit, also Gelenksflüssigkeit, in die Schultern, in die Ellenbogen, in die ganzen Strukturen zu bringen, die wir jetzt brauchen, um schwer zu trainieren. Das Warm-up mit den 10, 8 und 6 Wiederholungen ist dafür da, um den Muskel maximal mit Blut zu füllen, dass Nährstoffe bereit sind. Und drittens, um unser neurologisches System einmal darauf vorzubereiten, welches Gewicht wir jetzt bewegen. Es bringt nichts, mit leichtem Gewicht 3x20 Wiederholungen zu machen und dann mit super schwerem Gewicht zu beginnen, weil es wird sich schlecht anfühlen. Deswegen versuche ich, mit dem möglichst höchsten Gewicht das Warm-up zu beenden, um bereits schweres Gewicht bewegt zu haben, sodass sich die kommenden Sätze nicht so falsch und unwohl anfühlen. Im Prinzip haben wir im letzten Warm-up-Satz 80% des Gewichts, was wir für die Arbeitssätze benutzen. Also haben wir uns neurologisch von Gehirn her schon mal darauf vorbereitet. Und wichtig, Leute, beim Warm-up unbedingt viel, viel trinken. Ich habe jetzt hier das allererste Mal seit 4 Jahren einen Intra-Workout, das heißt 30 Gramm Kohlenhydrate sind hier drin, 30 Gramm essentielle Aminosäuren, Elektrolyte und Salz. Das sorgt dafür, Elektrolyte, wie der Name schon sagt, leitet die Elektronen vom Gehirn viel besser in die Muskulatur, der Pump wird besser. Wir haben Aminosäuren, während wir unseren Muskel voll mit Blut pumpen, schieben wir quasi die Aminosäuren dort mit rein. Die Glucose sorgt dafür, beziehungsweise die Kohlenhydrate sorgen dafür, dass wir mehr Wumms und Dampf haben. Deswegen Anfang des Trainings schon gut was trinken. In der nächsten Stunde werde ich hier 2 Liter drin haben und die nächsten 30 Minuten sind dann easy to go. Das war's mit dem Warm-up jetzt. Bevor wir in den Arbeitssatz gehen, werde ich einmal eine Minute mich in die Ecke verziehen und einmal wirklich intensiv darüber nachdenken, wieso ich heute hier bin, wieso ich das mache, für wen ich das mache. Was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Bedeutet, ich öffne meine Box der Pandora, sage ich das mal. Man kann es beten nennen, man kann es visualisieren nennen, egal was es ist. Es hilft mir unheimlich, dankbar dafür zu sein, dass ich heute hier in einem Gym trainieren kann, mit coolen Leuten, mit tollen Geräten. Mir geht's gut, mir tut nichts weh, ich bin gesund, ich habe ein tolles Ziel, ich habe alle Möglichkeiten, daran zu arbeiten. Und häufig vergisst man das, wenn man dann mal keinen Bock aufs Gym hat. Eine Minute in sich gehen und drüber nachdenken, wie glücklich man eigentlich sein darf und sein kann, heute hier genau das tun zu können. Es gibt Leute, die sind verletzt, die sind krank, die können das nicht machen. Die können nicht am karibischen wunderschönen Strand jeden Tag aufwachen. Die können nicht hier im Fitnessstudio trainieren. Und das hole ich mir alles vors innere Auge. Und dann weiß ich auch, okay, jeder Satz, der heute zu machen ist, ist der Grund dafür, dass ich heute hier stehen kann. Jeden Satz, den ich bisher gemacht habe, jedes Cardio, jede Mahlzeit, den ganzen Scheiß, das ist der Grund, wieso ich heute hier sein kann. Und dafür bin ich dankbar.
Denn alles, was ich heute gut mache, wird mich morgen besser machen. Und den Tag darauf, und den Tag darauf. Das hole ich mir fürs innere Auge und dann ist das Training immer geiler. Okay, das Wichtige bei den Cable Flies ist, wir versuchen das Ganze ungefähr auf der waagerechten Linie zu halten. Das bedeutet, dass wir die mittleren Brustfasern treffen. Je nachdem, wie wir ziehen, also von oben nach unten, haben wir die Fasern für unten. Ziehen wir von der Seite nach vorne, haben wir eher die mittleren und oberen. Wir könnten das Ganze auch noch auf die Spitze treiben, indem wir leicht von unten nach oben ziehen für die oberen Fasern. Hier ist es mir aber wichtig, dass wir die waagerechten Fasern, die mittlere Brust treffen, und das machen wir bei den Cablen. Wir haben jetzt insgesamt 3 Arbeitssätze, das heißt 3-mal ins Failure und dann geht's ab zur nächsten Übung. Was ganz wichtig ist, und das werde ich jetzt quasi am Anfang des Trainings einmal sagen, und zwar die Art, wie wir die Wiederholung machen, ist wichtiger als dass wir die Wiederholung machen. Bedeutet, wir haben verschiedene Sequenzen für jede einzelne Wiederholung. Wir haben die ersten 20-30%, wir haben die nächsten 30% der Wiederholung und die letzten 30, wo wir dann vorne zusammenkommen. Die ersten 30% sind die wichtigsten, die letzten 30% sind Nummer 2 und die am zu vernachlässigsten 30% sind die dazwischen. Warum? Studienwissenschaft hat gezeigt, dass man in der gedehnten Position am meisten Muskeln aufbauen kann. Das bedeutet, ganz zum Schluss in der Bewegung stoppen wir kurz, gehen tief in den Stretch, atmen tief ein und versuchen mit voller Gewalt das Gewicht einmal nach vorne zu bewegen und die Brust einmal so zuzudrücken wie nur irgend möglich. Das nennt man Squeezing. Das heißt, batsch, langsam kontrolliert nach unten, einatmen, tief in den Stretch und dann wieder batsch zusammen. Das wird die ersten 8 Wiederholungen easy. Die kommenden 4 Wiederholungen sind die, wo wir anfangen zu wackeln, unsicher zu werden. Und das sind die sogenannten Effective Reps. Um die geht's. Leider müssen wir zuvor die 8 Wiederholungen erstmal durchlaufen, bis wir am erschöpften Punkt bei den letzten 4 ankommen. Und da müssen wir dann die Kacke zum Dampfen bringen. Um die Wiederholungen geht's. In perfekter Ausführung, Full Range of Motion, Loaded Stretch, bis sich die Balken biegen. Normalerweise machen wir nur Straight Sets, das heißt Wiederholungsmaximum und raus. Ich will aber mal schauen, wie es sich anfühlt, wenn wir das Ganze mit Dropsets verbinden. Der nächste Step in dem Zyklus wird sein, dass wir für jeden Satz bzw. für jede Übung einmal ein Dropset mit dazu packen. Und um zu schauen, ob ich das Recovery technisch halten kann, machen wir jetzt den letzten Satz als Dropset mit dazu. Wir haben hier die Dropsticks heute mit dabei. Ich sag's mal so, die Dropsticks sind an und für sich ein cooles Tool, wenn ihr jetzt keinen Trainingspartner habt, keine Zeit verschwenden wollt zwischen den Drops, ihr das Gewicht nicht alleine umstecken könnt, bei einer Rückenübung zum Beispiel, oder wie hier bei der Incline Chest Press. Da muss ich quasi aus dem Gerät raus, mich nach rechts drehen, nach links drehen, umstecken, neu ins Gerät kommen und da vergeht mir persönlich zu viel Zeit. Wenn man das einmal so macht, okay. Wenn wir das aber die nächsten Wochen so machen, werden wir in allen Trainings insaddiert mehrere Minuten oder vielleicht sogar Stunden an Zeit verlieren, nur durchs Umstecken. Ihr müsst überlegen, wir gehen jeden Tag ins Gym, wir machen jeden Tag Dropsets für jede Übung und in Summe macht es einen riesigen Unterschied. Am Ende des Jahres ist es vielleicht dieser Unterschied, der mich 1, 2 oder was auch immer wie viele Plätze nach vorne bringt. Ich möchte nichts, gar nichts dem Zufall überlassen und in irgendeiner Weise meiner Konkurrenz auch nur eine Minute verschwendete Zeit schenken. Deswegen benutzen wir die. Ich zeige euch einmal kurz, wie das funktioniert. Und zwar stecken wir den Stift in das Gewicht, das wir bewegen wollen. Und sobald das Gewicht aufkommt, also wir absetzen, springt der Stift automatisch raus. Und zwar zieht man den Stift einmal nach außen, macht das ganze Ding scharf. Das kommt so ins Gerät und zwar der lange Stift in das Gerät, in das Gewicht, das Sie bewegen wollen. Und der Haken kommt in das Gewicht darunter.
So löst der Stift quasi aus. Sobald das Gewicht nach unten abgesetzt wird, poppt der Stift raus und reduziert somit automatisch das Arbeitsgewicht. Der Vorteil bei Dropsets ist, wie bereits erwähnt, wir müssen durch die ersten 8 Wiederholungen durch, um zu den letzten 4 wirklich effektiven Wiederholungen zu kommen. Das Ganze ersparen wir uns, indem wir Dropsets machen. Hier sind wir durch die 8 Wiederholungen durchgegangen, haben jetzt die 4 effektiven, aber statt im zweiten Satz erneut durch alle 8 Wiederholungen zu gehen, starten wir direkt durch den Job bei den nächsten effektiven. Das heißt, Gewicht wird gedroppt und ohne erneut durch die 8 Wiederholungen durchgehen zu müssen, die sogenannten Junk-Wiederholungen, gehen wir direkt von Effective zu Effective zu Effective Reps. Das kreiert einen größeren Muskelstimulus und verkürzt die Zeit bzw. reduziert auch das Chunk-Volume. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die 8 Wiederholungen skippen können und gehen von Effective zu Effective zu Effective Reps, ist es an und für sich effektiver und spart deutlich mehr Zeit. Okay, letzte Übung für die Brust. Flachbank drücken. Wir haben hier einen Panata-Nachbau. Vergesst nicht, wir sind in Mexiko. Hier gibt es in der Regel nichts, was original ist. Aber trotzdem, das Gerät funktioniert hervorragend. Wir haben hier einzelne Griffe. Das heißt unilateral. Bedeutet, jetzt am Ende, wo wir müde und erschöpft sind, haben wir nicht die Möglichkeit, von rechts nach links auszugleichen oder von links nach rechts. Jeder Arm drückt für sich. Unheimlich wichtig. Selbes Prinzip wie bei Kurzhanteln. Ich persönlich mag Kurzhanteln nicht. Das ist mir zu viel umsetzen, zu viel stabilisieren. Ich will gerne fest in einem Gerät drin liegen oder sitzen und dann sogenanntes Bracing oder sogenanntes Bracen, wie man auf Deutsch nennt, keine Ahnung. Ich versuche quasi meinen Körper gegen das Polster zu drücken, einen festen Sitz oder eine feste Position zu haben und da rauszudrücken, ohne mich irgendwie stabilisieren zu müssen. Da habe ich ein besseres Gefühl und am Ende des Tages ist es wichtiger, dass ich den Muskel richtig getroffen habe, statt Hauptsache mit Kurzhanteln trainiert zu haben. Deswegen würde ich persönlich immer Maschinen den Vorrang geben gegenüber freien Gewichten. Ganz einfach, weil wir weniger stabilisieren müssen und wir haben kontrollierter und isolierter den entsprechenden Muskel trainiert. Auch hier machen wir dasselbe Spielchen wieder. 10, 8, 6, Arbeitsgewicht, Working Set, Working Set, Working Set und Abfahrt zur Schulterpresse. Ich habe jetzt schon des Öfteren die Frage bekommen, was das für ein Gürtel ist, den ich trage. Und es ist kein Gewichthebergürtel, das ist ein Waist Trainer. Und zwar habe ich den vor einigen Jahren für mich selbst entworfen. Ich habe meine Knochenstruktur ausgemessen, also wo endet mein Rippenbogen, wo beginnt mein Beckenknochen. Weil alle Gewichthebergürtel, die ich bis zu dem Datum getragen habe, waren entweder zu dünn oder zu dick. Sind sie zu dünn, dann decken sie nur einen kleinen Teil der Mittelpartie ab. Und wenn du Pressatmung machst, drückst du quasi deinen Magen oben raus und deine Gedärme unten raus. Das heißt im Prinzip, dass die Mittelpartie so ein Stückchen gecovert ist. Hier oben kommt dein Magen raus und hier unten kommen deine Gedärme raus. Das hat genau den gegenteiligen Effekt, den man eigentlich haben will. Ich versuche meine Mittelpartie so tight, so gepresst und so stabil wie möglich zu halten mit einem Gürtel. Deswegen habe ich den angepasst an meine Knochenstruktur. Der ist an den Seiten leicht schmaler, dafür aber vorne und hinten etwas breiter. Das bedeutet, der bedeckt den Bauch von oben bis unten, also viel weiter. Dadurch quillt oben mein Bauch nicht raus und unten meine Gedärme nicht. Das Problem dabei ist, wenn wir Pressatmung betreiben bei Kniebeugen, Beinpresse oder wirklich schweren Übungen
und wieder ordentlich Druck drauf lassen, kann sein, dass uns die Bauchdecke oben aufreißt. Das ist erstens gefährlich, und zwar lebensgefährlich, und zweitens unvorteilhaft. Außerdem will ich, dass mein Gürtel nicht zu starr ist. Also ich will mich bewegen können, ich will atmen können. Deswegen ist der Waist Trainer mit Querstreben versehen und einem doppelten Zug vom Rücken. Das bedeutet, der ist nicht einmal festgezogen, sodass man nicht mehr atmen kann und zu fest ist, sondern das ist ein Kunststoff, was du dehnen kannst. Deswegen passt der auch eigentlich jedem, ist trotzdem stabil wegen den Querstreben, die eingebaut sind, und ist nicht nur an einer Stelle fest, sondern das ist von hinten überkreuzt, drum herum geführt, und so hast du quasi gänzlich von links, von rechts, von vorne, von hinten den gleichmäßigen Druck, ohne dafür jetzt Werbung machen zu wollen. Aber ich versuche einmal sinnvoll diesen Gürtel zu erklären, den Waist Trainer, und zu erklären, wieso ich keinen richtigen Gewichthebergürtel trage. Mit einer Ausnahme, es gibt einen einzigen Gewichthebergürtel, der dem ähnelt, und das ist tatsächlich der von Climax, und zwar der Game Changer Gürtel. Den könnt ihr euch gerne mal angucken. Der Climax Link ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne draufklicken. Wie gesagt, Game Changer heißt er. Schaut euch den Gürtel an, schaut euch die Form an, dann wisst ihr, was ich meine. Und wer es ausprobieren will, ihr findet den Waist Trainer in meinem Shop auf www.mikesommerfeld.com oder den Gewichthebergürtel bei climax.com. Mit dem Code MIKE10 spart ihr natürlich auch noch Kohle. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Wir fangen jetzt an mit der Schulter. Okay, Schulterpresse, simples Ding. Allerdings drehen wir uns um, weil ich den Bewegungsablauf mehr mag, wenn das Ding nicht nach vorne und dann Hinterkopf gedrückt wird, sondern wir drehen uns um, sodass ich von hier in die Ellipse nach vorne drücke. So ähnlich wie eine Viking Press. Das Ganze machen wir jetzt auch für 3-4 ordentliche Sätze. Warm-up wie gehabt, 10-8-6, und dann gib ihm bis ins Failure, raus, und dann geht's direkt zur nächsten Übung. Hier ist es wichtig, dass der Ellenbogen immer unterhalb des Handgelenks ist. Also wir versuchen quasi in eine Linie zu drücken, nicht so nach oben, sondern wirklich eine Linie und drücken. Oder in dem Fall wird es so sein. Und da muss der Ellenbogen quasi in eine Linie mit dem Arm sein. Eine kleine Ellipse. Letzte Übung für die Schulter, Seitheben. Und das Ganze machen wir in unserem Trainingszyklus zweimal. Einmal für Push, einmal für Pull. Wir haben hier eine unheimlich geile Maschine mit Seilen. Und hier ist es unglaublich laut, liebe Leute. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wir haben hier die Seile, und zwar nehmen wir die über Kreuz. Für 3-4 Sätze Warm-up und dann 3-mal Failure. Und dann geht es direkt zum Trizeps. Mein Trinken ist mittlerweile fast leer. Normalerweise würde ich Epic Intra benutzen. Da sind alle Inhaltsstoffe drin, die ich für mein Training brauche. Das heißt, wir haben Kohlenhydrate, wir haben Aminosäuren, wir haben alle Elektrolyte. Vor allem haben wir Salz mit dabei. Das muss ich mir jetzt aktuell selber zusammenmischen. Deswegen, ich freue mich unheimlich, wenn meine Bestellung endlich da ist. Wenn ihr mal schauen wollt, was da drin ist, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu Peak. Epic Intra heißt das Ding. Unheimlich geiles Produkt. Und jetzt geht's weiter. Letzte Übung, Seitheben. Beim Schultertraining gibt es ein paar verschiedene wichtige Dinge, auf die man achten muss. Und zwar Nummer eins, muss man verstehen, dass Schulterfasern nie ganz gerade laufen. Die laufen leicht diagonal. Jetzt ist es schwierig zu erkennen, aber vielleicht erkennt ihr, dass die Schulterfasern leicht diagonal verlaufen und nicht komplett gerade. Das bedeutet, wenn wir den Muskel korrekt verkürzen wollen, müssen wir entlang der Muskelfaserrichtung ziehen. Das heißt, von hier nach da und nicht von hier nach da. Das sind so kleine Feinheiten, die es einfach erleichtern, eine geile Kontraktion zu bekommen. Punkt Nummer zwei, wir können unterscheiden zwischen Kurzhanteln und Seil. In der Regel halte ich es für sinnvoller, wenn wir das Ganze am Seil machen, weil einfach die physikalische Lastkurve anders ist. Ist ein bisschen komplizierter ausgedrückt. Auf gut Deutsch würde es heißen, eine Kurzhantel ist hier oben am schwersten und hier unten am leichtesten.
Weil wir aber in der gedehnten Position am meisten Last kreieren wollen, macht es Sinn, ein Gerät zu benutzen, was hier unten tatsächlich Last generiert. Und das ist beim Seil am besten. Vor allem, wenn wir es über Kreuz ziehen, zieht uns das Seil nicht nur auf 0, sondern auf minus 10 Grad. Und hier haben wir den meisten Stretch und genügend Belastung. Wenn wir jetzt hier rauskommen, hätten wir bei der Kurzhantel kein Gegengewicht, weil hier unten ist nichts. Beim Seil aber, da es nach da zieht, müssen wir es hier rausziehen. Das heißt, in der gedehnten Position haben wir Last. Und dann beenden wir quasi die letzten 40-50% hier die Bewegung. Ab hier wird es entscheidend. Da machen wir langsam hoch, langsam nach unten, voll in den Stretch und wieder raus. Das Ganze machen wir jetzt dreimal bis ins Versagen. Ihr könnt jetzt sehen, ich liege hier mit dem Rücken auf dieser Bank. Ich habe einen Haufen Stabilität. Ich habe eine tolle Lastkurve, dadurch, dass wir am Seil arbeiten. Und ich ziehe leicht diagonal an entlang der Schulterphase. Wir machen jetzt Dips und zwar als Finisher für die Brust und als Warm-up für den Trizeps. Auch hier selbes Prinzip, 10, 8, 6, Arbeitsgewicht, gib ihm, zack, zur nächsten Übung. Hier ist es wichtig, dass Sie relativ weit vorne im Gerät sitzen, sodass wir nicht ausschließlich mit der Brust, ne, wenn wir jetzt da vorne hinlehnen und dann mit der Brust drücken, haben wir keinen Trizeps trainiert, wir rutschen weiter nach vorne, schieben die Ellenbogen mit nach hinten und pressen dann mit den Trizeps. Was aber Fakt ist, wir haben sekundär immer die Brust mit dabei. Quasi die Bewegung nach unten hat immer ein bisschen was mit der Brust zu tun, ist aber nicht schlimm, da wir sie heute sowieso trainiert haben. Wenn wir jetzt ein bisschen die unteren Fasern mitnehmen, perfekt, das rundet das Ganze erstens ab. Zweitens unterstützt die Brust den Trizeps, wenn der nicht mehr kann. Den Trizeps haben wir bereits etwas vorbelastet durch alle Drückübungen. Schrägbank, Flachbank. Das heißt, an und für sich ist dieses ganze Setup gar nicht dumm gewählt, vor allem die Übungen nicht. Was mir jetzt wichtig ist, ist die Range of Motion. Das heißt, wir gehen so weit nach hinten in den Stretch, wie wir können und versuchen dabei, den Ellenbogen so weit zu beugen, wie es geht. Und je mehr wir den Arm beugen können, desto mehr Range of Motion haben wir. Das heißt, die kurzen Bewegungen hier, vor allem wenn die Schulter sich mitbewegt, ist mehr Brust. Das heißt, die Schulter bleibt fixiert und nur der Ellenbogen bewegt. So haben wir die meiste Trizepsaktivität. Als letzte Übung machen wir dann Trizeps Extensions. Dann ist das Ding hier zu. Ich habe schon einen brutalen Pump. Das Essen schiebt so dermaßen rein, Leute, ich kann es euch sagen. Wenn du zuvor irgendwie 100 Gramm Kohlenhydrate gewohnt bist, über Wochen und Monate, und wir jetzt mit 300, 400 Gramm Kohlenhydraten am Tag arbeiten, ist es echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Macht auf jeden Fall ordentlich Spaß. Nichtsdestotrotz merke ich, dass ich jetzt langsam müde werde. Das heißt, in Zukunft muss ich darauf achten, wie groß mein Gesamtvolumen ist. Je mehr Volumen wir in dem Training haben, desto länger dauern die Sessions und desto schneller wird man müde. Das versuche ich zu verhindern. Ich versuche, so kurz wie möglich, so intensiv wie möglich und mit dem größtmöglichen Stimulus das Gym zu verlassen. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, bin ich bei 70-80% Effizienz. Das werden wir noch verbessern. Im Laufe der nächsten Wochen werde ich rausfinden, wie genau mein Körper funktioniert, aufs Essen hingesehen, auf die Recovery hingesehen, mit dem Stoff, mit dem ganzen Zeug drumherum als Gesamtpaket. Dann kommen noch die neuen Supplements mit dazu. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich wirklich nur vielleicht 20% der Supplements im Portfolio, was ich benutze.
weil eben meine Peak-Bestellung noch nicht da ist. Es dauert aber nicht mehr lange. Wir sind dann wieder in Dubai und da wartet bereits mein Paket auf mich. Dann geht's los und dann stelle ich euch auch mal einzeln die Supplements vor, welche ich nehme, wie viel und warum. Das wird auch nochmal interessant. Ich glaube, dass man über Supplements relativ viel steuern kann. Jetzt machen wir aber den Trizeps platt und dann gehen wir direkt über zum Post-Workout. Freue ich mich schon drauf. 8 Reiswaffeln statt 3. Geil, Mann. Letzte Übung für heute und zwar Katana, Trizeps Extension, Trizeps Strecken und zwar bei Kreuz. Enorm wichtig bei der Übung und deswegen machen wir sie. Wir versuchen eine Zuglinie exakt in der Richtung meines Oberarms zu kreieren. Hier haben wir die vollste Ellenbeuge, die es gibt. Also mehr beugen können wir den Arm nicht. Hier ist der Bizeps im Weg. Und von hier strecken wir den Arm entlang der Zuglinie komplett durch, bis hinter den Körper. Der Ellenbogen bleibt fixiert und wir kommen wieder zurück in derselben Zuglinie. Ihr seht, mein Ellenbogen, mein Unterarm ist die Verlängerung des Seils. So haben wir die perfekte Muskelfaserrichtung und können den Muskel maximal kontrahieren, maximal in die Full Range of Motion knallen, die gedehnte Position mitnehmen. Wir haben Last in der gedehnten Position, weil wir hier in Kabeln arbeiten. Und das machen wir jetzt für 3 Sätze und dann bin ich fertig. Ich bin extrem müde, ich bin kaputt. Jetzt wird es Zeit, um Essen reinzuladen. Und dann folgen weitere Mahlzeiten. Wenn ihr die sehen wollt, gerne unten reinschreiben. Full Day of Eating, was auch immer ihr sehen wollt. Und jetzt machen wir das Ding mal zu, die Kiste hier. Fertig trainiert. Leute, jetzt gibt es endlich Post-Workout. Übrigens, wenn euch das auf den Sack geht, wenn ich ständig über irgendwelche Supplements spreche und Peak erwähne oder irgendwelche Sponsoren, bitte unten in die Kommentare schreiben. Auf der einen Seite finde ich, das ist ein cooles Benefit für euch, wenn ihr von den Codes profitieren könnt und wenn ihr coole Supplements oder Trainingsequipment oder was auch immer erhaltet. Wie gesagt, wenn es euch aber auf den Sack geht und es zu viel Werbung ist, gerne lasst mich wissen in die Kommentare. Es gibt hier Post-Workout. Erstmal einen ganz lieben Gruß von Herzen an den Tim. Für den Subnizer, hab ich jetzt schon 1000 Mal erwähnt, aber kann man nicht oft genug sagen. Ein bisschen Liebe geht raus, Tim. Super geiles Teil. Kann ich meine Subs vorbereiten. Morgens, Post-Workout, über den Tag und abends. Jetzt ist Post-Workout an der Reihe. Hier haben wir Liver Support. Wir haben Adaptogen und Vitamin C. Leider ist noch kein No-Stress dabei. Wenn ihr nach dem Training euren Stresspegel relativ schnell senken wollt, unbedingt die Kombi 1-2000 Milligramm Vitamin C. No Stress, da ist Ashwagandha. Fuck, Ashwagandha ist da drin. Das senkt den Cortisolspiegel. Je schneller der Cortisolspiegel niedrig ist, desto schneller sind wir im anabolen Feld und weniger im Katabolen. Ihr versteht, was ich meine. Das heißt, schnell aus der stressigen Situation raus, Kohlenhydrate rein, Insulin wird ausgestoßen. Sobald Insulin ausgestoßen wird, sind wir eher im anabolen Feld. Insulin ist ein anaboles Hormon, ganz nebenbei. Deswegen einmal rein in den Kopf. Und dazu gibt es 8 Reiswaffeln und 50 Gramm Whey. Wenn ihr dazu noch eine Empfehlung haben wollt, Peanut Hazel Dream heißt es, glaube ich. Peanut Butter Hazel Dream.
Peanut Butter Hazel Dream. Was ist los mit mir? Delicious Way Peanut Hazel Dream, genau. Checkt unten ab, Link wisst ihr Bescheid, bei Peak. Gibt wirklich geile Sorten. Ich glaube, die haben 30, 40 verschiedene Sorten für Whey. Das kommt jetzt rein. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn du bis hierhin geguckt hast. Absolut Daumen hoch für dich. Wir sehen uns beim nächsten Video und da ist Beine dran. Adios.